weil wir ja gerne jetzt noch den weiteren Schritt zeigen wollen und können, wenn wir so Pferde haben, die schon so weit ausgebildet sind, dann wollen wir mal den nächsten Schritt zeigen. Wie komme ich denn von der Klasse S weiter Richtung Grand Prix? Florine kennt mich ja auch schon soweit ganz gut, dass wir natürlich erst wieder mit den halben Paraden anfangen. Bitte einmal antraben, auf den Zirkel gehen und erstmal einmal so schön in normaler, im versammelten Trab, schön ruhig und gleichmäßig. Genau. Was mir gut gefällt, ist, dass Florine schön mitschwingt. Und erstmal achten wir immer auf den Sitz. Sitzt der Reiter schön gestreckt? Ist die flache Wade immer am Pferd, dass sie es begleiten kann und treiben kann mit dem Schenkel, wann immer sie möchte? Die Hand ist immer schön tief und ruhig. Und wir müssen jetzt immer versuchen, auch bei den älteren Pferden, dass die Selbsthaltung relativ ist, dass wir immer versuchen, noch ein bisschen mehr Lastaufnahme und dann auch die Nase schön vorlassen. Der ist auch sehr leicht, genau, ruhig dahin, das ist besser. Wenn er für dein Gefühl so ein bisschen über dem Zügel ist und ein bisschen freier, dann stimmt sofort das Gesamtbild. Und jetzt reitest du bitte ein paar Übergänge, einmal Trab-Schritt, Schritt für Schritt zurückkommen und wieder raus. Genau, und wieder raus. Jetzt ruhig nur einen Schritt tritt, dass er noch gar nicht an Piaffe Passage denkt, sondern zurück und raus. Genau. Und ruhig wieder so lebendig raustraben. Mach das ruhig an der langen Seite nochmal, dass du zurückkommst aus dem Sitz, Schritt für Schritt zurückkommen und wieder, ja, ruhig einen Schritt tritt machen. Jetzt überlege ich, da will die Piaffe Passage, was ist das wohl? Aber er soll einmal richtig Last aufnehmen und dann kraftvoll und energisch wieder aus dem Übergang raustraben. Zurück und wieder raus. Das kann später auch eine halbe Parade, nur einen Schritt tritt und raus. Genau. Auch wenn er äppeln muss. Bei Dressurpferden darf man da keine Rücksicht drauf nehmen. Die dürfen nicht stehen bleiben, wie die Springpferde das lernen, weil die Springreiter ja ungern die Äppel einsammeln, wenn die verstreut sind. Da dürfen sie immer halten, äppeln und es geht weiter. Das wäre in der Dressuraufgabe nicht so prima, weil der Richter da kein Verständnis für hat und die Pferde das auch ganz schnell lernen, dass das nicht nötig ist. So, Florine, jetzt galoppierst du nochmal an, dann schauen wir uns erstmal den versammelten Galopp an und geben ihm auch so ein bisschen Zeit. So, immer wieder so schön mit der tiefen Hand vorlassen, schön ruhig den Oberkörper, ganz schön still sitzen, eine Runde auf den Zirkel geritten und so einen schönen, gleichmäßigen, versammelten Galopp. So, schön Hand tief und vor, genau, ruhig auch zwischendurch mal einmal mit der inneren Hand überstreichen. So, genau. Und dann mal eine lange Seite ganze Bahn, ein bisschen zulegen. Gut, auch das ist immer wichtig. Und wieder zurückkommen. Und mach das ruhig nochmal, dass du wieder diesen Übergang so schön reitest. Einmal zulegen, vergrößern. Genau. Und jetzt zurückkommen, wie eine Ziehharmonika. Prima. Und einmal Schritt. Und einmal kurz loben. Das geht ja nicht nur darum, dass der Galopp so groß wird, Rahmenerweiterung, sondern dass besonders die Übergänge so harmonisch sind, dass man sich immer vornimmt, über 2, 3 Galoppsprünge schön flüssig zurück und flüssig nach vorne. Jetzt kannst du eigentlich entscheiden, Florine, ob wir erst ein bisschen Piaffe Passage zeigen oder erst die Galopptour reiten und dann. Ich kenne ihn ja nicht so gut und du kennst ihn besser. Was tut ihm ganz gut? Erst Galopp, gut. Dann machen wir erst Galopp. Jetzt sind wir vorhin mit den, wir haben eigentlich noch keine Zickzack-Traversalen. Wir haben vorhin nur einzelne gemacht. Das ist jetzt hier für 3, 6, 6, 6, 3 zu klein, was im Grand Prix abverlangt wird. Aber du kannst ja mal vielleicht von Viertellinie zu Viertellinie mal gucken, was so drin sitzt vom Platz. Dass du sagst, ich lasse ihn mal so ein bisschen rüber traversieren. Und traversiere rüber, reite den Wechsel und traversiere wieder rüber. Das ruhig von uns weg und auf uns zu, dann haben wir es mal von beiden Seiten gesehen. Genau, ein bisschen mehr Hinterhand jetzt, Vorhand voraus, ja, aber ruhig ein bisschen paralleler. Und Wechsel. Und wieder so ein Stückchen rüber. Eine Runde auf dem Zirkel geritten. Einmal zulegen an der offenen Zirkelseite, schön nach vorne. Gut, und jetzt schön versammeln. Und dann sofort anfangen, dass du von der Viertellinie sofort anfängst, auf der freien Linie gleich abwenden und rüber, jetzt schon rüber, 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 schön seitwärts, vorwärts, seitwärts, so, gerade Wechsel und wieder rüber, genau, und gerade Wechsel und noch ein kleines Stück, aha, und wieder wenden,
prima. Jetzt kam so ein bisschen die Hinterhand voraus, glaube ich, da nach rechts, weil es aber auch so ein bisschen gequetscht war. Einmal aufnehmen, zurückkommen. So, genau. Mach ruhig vorher den Galopp etwas kleiner, ein bisschen versammelter und dann machst du es nochmal. Auch wenn es ein bisschen eng ist, versammelt rüber, gerade bei den älteren Pferden, wirklich mit viel Stellung und Biegung. So und rüber. Genau, Vorhand und Schulter nach rechts. Genau, prima. Und einmal loben. Wieder einmal kurz Schritt. Das ist gar nicht so einfach. Es wird im Grand Prix ja verlangt 3, 6, 6, 6, 3. Der Richter bei C sieht nämlich genau auch noch, ob das wirklich gleichmäßig ist oder ob man viel zu einer Seite traversiert. Das ist oft die Schokoladenseite, da fällt es dem Pferd leichter. Das muss man so ein bisschen kaschieren, indem man sagt, okay, zur leichten Seite nur wenig zur Seite, aber zur ein bisschen schwierigeren Seite, wo die Pferde nicht so geschmeidig sind, muss man ein bisschen mehr rüberreiten. Und so haben wir es auch im Kleinen. Es ist immer wichtig, dass ich nicht zu lange auf dieser schlechten Seite rumhacke. Die hat jeder. Das kennen wir auch, Rechts- und Linkshänder. Aber ich muss ja immer wieder versuchen, beide Seiten gleichmäßig zu gymnastizieren. Ich fange immer mit der guten Seite an und gehe dann ein bisschen auf die schwache Seite. Bevor allerdings mein Pferd Muskelkater kriegt und hat keine Lust mehr, wechsle ich wieder zur guten Seite oder lege zwischendurch zu und mache wieder eine Übung, die dem Pferd leicht fällt. Daraus können wir jetzt eigentlich ganz gut die Pirouetten entwickeln, Florine. Wir hatten vorhin die halben Pirouetten. Im Grand Prix wird die ganze Pirouette auf der Mittellinie gezeigt. Wir können ja mal so ein bisschen aus dem Kurz-Grand Prix, galoppier mal linke Hand an, ein bisschen rüber traversieren auf die Mittellinie oder auf die Viertellinie, gerade eine Pirouette und gerade wieder weiter. So, das war locker, versammelt, groß. Ist ja auch ein großes Pferd, du bist groß. Versuche ihn ruhig so schön vorzulassen, dass er möglichst noch etwas mehr vor dir ist. Genau. Und ein Stückchen rüber. So, dadurch holt man sich die Stellung und die Biegung dann gerade. Jetzt weiter galoppieren. Die älteren Pferde wissen ja schon, dass die Pirouette kommt. Da muss man eher sagen, noch nicht und jetzt darf er. Und dann schön gleichmäßig weiter auf kleinstem Kreis und raus, genau. Einmal zulegen durch die Diagonale und dann machen wir das Gleiche auf der anderen Hand. Einmal nach vorne, so zurückkommen und den groß, den Wechsel. Mindestens so, dass er richtig bergauf springt. Und jetzt wieder rüber traversieren. Okay, groß werden und jetzt aufpassen, dass er die zweite Hälfte nicht zu klein machen will. Weiter galoppieren, schön die Galopphilfe erneuern. Gut, und raus wollen, raus wollen, raus wollen. Genau. Und einmal Schritt. Ist ja schon ein alter Hase. Der weiß ja gut, dass du klopfst, bevor ich es überhaupt gesagt habe. Prima. Die alten Hasen, die wissen ja die Pirouette und wollen dann das zweite Teilstück oder die zweite Hälfte gerne ein bisschen kleiner machen. Das muss man als Reiter aufpassen, dass es dann nicht so eine Schraubenzieher-Pirouette wird, sondern dass man sagt, die zweite Hälfte immer groß raus. Okay, beide Pirouetten hier hinzulegen, bin ich jetzt ein bisschen zu gequetscht. Jetzt haben wir auch beide einmal gesehen. Wir machen jetzt mal einmal mit den Zweierwechseln weiter, die haben wir noch nicht gesehen. Und die Einerwechsel. Und jetzt versuchst du ruhig, die Zweierwechsel mit ganz wenig Hilfe zu geben. Dass wir kaum sehen, dass du den Schenkel umlegst und er so lässig wie möglich und ganz gerade die Einerwechsel macht. Galoppier mal an. Und dann machst du auch auf der freien Linie, auch auf der Viertellinie, auch ruhig hier, okay, machst ruhig hier schon einmal von uns weg. Erst die Zweierwechsel. Dann wendet man ab und macht sofort das Pferd jetzt am neuen äußeren Zügel jetzt gerade und dann ganz gerade nach vorne. So, schön sitzen bleiben. Genau, ganz wenig Bewegung. Prima. Okay, und nochmal, dass wir es nochmal von vorne sehen können. Du bleibst still sitzen, lässt die Hand schön tief. So, easy, genau, ganz wenig. Super, und noch ein. Klasse. Und wieder einmal loben. Bisschen nach vorne, dass er wieder vor dir ist und größer. Noch ein bisschen größer, Hand tief und vor. Und dann machst du genauso die Einerwechsel. Den Oberkörper so ruhig, wie es geht, zurücklassen. Und ganz easy, tack, tack. So schön gerade und locker. Und die Hand schön vor.
Prima. Und loben. Genau, Applaus. Einmal Schritt. Super. Einmal kurz Schritt und lob ihn. Das macht Spaß, Florine, ne? Wenn die Pferde das können, dann ist es einfach so ein easy, tack, tack und sieht total leicht aus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal versucht hat, einem Pferd beizubringen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Man fängt erstmal an und ist schon froh, wenn man dieses tack, tack hinkriegt. Das heißt, immer erstmal nur einen. Und dann fange ich immer an mit tack, 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 tack und nochmal tack, tack. Wenn es dann soweit ist, dass ich auf so einer 60 Meter Länge schon mal zwei- oder dreimal dieses Tack-Tack hinkriege, ist schon der erste Teilerfolg. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es ganz gerne so, weil ich aber auch immer dieses Zweierzählen drin habe, dass ich dann sage, aus den Zweien lege ich die nächsten zwei einfach zusammen und versuche mal bis vier zu kommen. Meistens ist dann bis drei und dann der vierte, da wird es schon ein bisschen schwierig. Aber wenn Sie dann verstanden haben, tack, tack, und ich setze das zusammen, dann muss ich mich vor allen Dingen als Reiter immer auf die letzte konzentrieren. Meistens kommt die eine von alleine und die andere muss ich hinterhergeben. Da ist, kann man auch noch ein bisschen mehr mit dem Gewicht und mit dem Oberkörper machen. Aber jetzt sah es einfach klasse aus, weil du wirklich so schön still sitzen konntest, bis man später das Pferd so fein hat, dass man sagt, ich kann eigentlich sitzen bleiben und versuche so wenig wie möglich die Schenkel zu verlegen. Als Reiter das zu lernen, dafür ist es wirklich wichtig, dass Sie ein erfahrenes Pferd haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als mein Vater mit mir die Einerwechsel geübt hat und überhaupt kein Verständnis dafür hatte, weil er sich draufgesetzt hat und machte die ganze lange Seite 15 Einer, kam in die Mitte, jetzt bist du dran. Und ich hatte spätestens nach 6, 7 immer einen Knoten im Hirn und kam dann immer bis 5, 6, 7. Dann fing ich an, darüber nachzudenken. Schon habe ich natürlich welche verloren. Dann habe ich versucht, immer wieder reinzukommen. Das war für meinen Vater recht unverständlich, weil für ihn war das ja alles total normal. Und dann hat er gesagt, absitzen. Wieder sich draufgesetzt, guck dir das doch an, ist doch ganz leicht. Tack, tack, tack. Ich wieder verzweifelt drauf. Das haben wir natürlich nicht in einmal geschafft. Das war, glaube ich, ein ganzer Winter, bis ich es hinterher geschafft hat, auch mal bis 15, das gleichmäßig hinzukriegen. Aber da braucht man natürlich auch wirklich dann erstmal einen Professor und einen, der es kann, der einem dann dieses Gefühl vermittelt. Okay, jetzt konnte er einmal schön verschnaufen und wir haben ja uns vorgenommen, auch noch ein bisschen Piaffe Passage zu zeigen. Ich weiß nicht, Flori, machst du das gerne aus dem Trab oder aus dem Schritt? Fängst du erst mit Passage an und dann Piaffe? Was ist so seine Lieblingsart zu tanzen? Oder ist es eigentlich egal, weil er es sowieso aus jeder Lage macht? Aus dem Trab, aus der Passage? Okay. Dann erstmal schön versammelt traben, schon mal so ein bisschen ausdrucksvoll, aber immer noch fleißig genug nach vorne traben. Und dann, wann immer du das Gefühl hast, jetzt habe ich einen schönen, dann fängst du mit den treibenden Hilfen im Vorwärts an, die Passage zu entwickeln. Dass wir dadurch noch mehr Kadenz kriegen und schönen Ausdruck. Okay, so, prima. So, schön gleichmäßig. Gut, so. Gucken Sie mal den Schenkel, der liegt ganz ruhig und ganz gleichmäßig. Okay, und jetzt ruhig noch ein bisschen mehr vorlassen, dass er schön vor dir bleibt. Und wann immer du jetzt ein gutes Gefühl hast, kommst du aus der Passage in die Piaffe. Oder trabst erst noch mal weiter, das musst du selber einmal entscheiden. Genau. Was mir gut gefallen hat, war gerade der Übergang. Aus dem Trab in dem Takt langsam in die Passage ohne Stockung und Unterbrechung. Mach das doch nochmal an der nächsten Langseite. Oder da, prima. So, bis er so seinen Passagetakt hat und dann schön gleichmäßig. Gut so. Und jetzt gleich versuchst du mal, jetzt auch die Nase schön vor, da oben hin, dann langsam zurückzukommen, bis du auf der Stelle. Ja, das war ein schöner Übergang. Gut, weiter, weiter, weiter und wieder raus. Gut. Und einmal Schritt und loben. Und im Training, sehr schön, genau. Das war von dir eine gute Reaktion, dass du gemerkt hast, oh, jetzt wird er langsamer, dann wieder raus. Lieber im Training auch immer dieses Vorwärts erhalten. Weil die alten Hasen, die wissen das. Die wissen genau auf der Stelle und dann muss man versuchen, als Reiter immer dieses Positive sich vorzustellen, ich will halbe Tritte nach vorne, dass die Energie und das lebendige Abfußen von hinten bleibt. Florine, weißt du das, auch wenn es jetzt ein bisschen eng ist, ne? Aber wir können es ja mal einmal probieren. Mach doch mal Folgendes, dass du mal von rechts anfängst, Passage,
Piaffe oder weil wir uns auf die Leute zumachen. Von hier ist noch schöner. Wir kommen von rechts, wie im Grand Prix. Du fängst an zu passagieren, wendest ab, versuchst mal auf der Mittellinie, was weiß ich, 12, 15 Tritte, um wieder raus zu passagieren. Und dann galoppierst du an der langen Seite an. Das ist nämlich die Lektion, die im Grand Prix verlangt wird. Und das Gleiche muss wie aus einem, das Ganze muss wie aus einem Guss sein, dass man schön gleichmäßig, schön locker aussehen lässt. Hier ist der versammelte Schritt. Jetzt ist er auch in einer sehr schönen Haltung, dass er gleich schon am ersten Anpassagieren an vor dir ist. Ecke, aufnehmen und Passage. So, jetzt erst passagieren lassen. Genau. Schön lebendig, wenden, so gleichmäßig. Prima. Super. 5, 6, 7, 8, 9. Weiter. 10. Weiter. Richtig. Und dann gerade raus. Und wieder so lebendig, ein bisschen nach vorne und dann angaloppieren. Okay. Und einmal loben. Prima. Das war super. Und weil es jetzt so schön war, Florine, und wir eigentlich auf der Diagonalen die größten Entfaltungsmöglichkeiten vom Platz haben, das war natürlich jetzt schon ganz schön eng hier aus der Wendung und dann wieder weiter, kommst du noch einmal auf die Mittellinie und aus dem Trab ruhig schön im Vorwärts, dass er erstmal fleißig trabt, dann auf die Mittellinie und noch einmal Passage, Piaffe und rauspassagieren. So, schön sitzen. Aus dem Sitz vor dir her, so, Hand schön tief. Genau, dann lebendig auf der Stelle passagieren in die Piaffe. Prima, der Übergang. Und jetzt wirst du schneller mit dem Sitz. Schneller, schneller, ohne ihn wegzulassen. Schneller und weg. Ja, und wieder raus. Und jetzt nochmal groß bis, X, bis vor die Richter passagieren. Genau, weiter, immer noch. Und halt und loben. Und er steht gerade und geschlossen. Applaus. Uiuiuiuiui. Und das in der eigenen Halle. Sehr schön, Florin. Was mir echt gut gefallen hat, waren diese Übergänge. Das war einfach immer gleichmäßig. Da war jetzt kein Zucken, kein Haken. Und gerade die letzte Piaffe ist immer die schwierigste, weil die natürlich schon wissen, ich ziehe jetzt noch einmal raus und dann kommt das Halten. Und da muss man wirklich versuchen, aus dem Sitz die schön schneller zu machen, dass man auch noch lebendig bis zum letzten Halten kommt. Also wenn ich da an meinen Franziskus denke, den muss ich im Moment noch ganz schön tragen auf dem letzten Stück, weil natürlich auch die Kraft ausgeht bei den noch Pferden, die reinwachsen. Da ist das dann wirklich zum Schluss immer noch mal so eine Lektion, wo man als Reiter wirklich gefordert ist und den Takt angibt und sagt, weiter, 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 noch einmal dich richtig anstrengen und dann kommt die Belohnung, das Halten. Aber das hat er super gemacht. Antraben, leicht traben, Zügel aus der Hand kauen lassen und genauso aufhören, als wäre das eine vierjährige Monte, schön locker traben lassen, rauskauen. Das hat er jetzt wirklich verdient, dass er nochmal sich richtig schön dehnen kann. So ist prima. Und trotzdem schön Verbindung halten mit dem äußeren Zügel, dass man auch bis zum Schluss so ein bisschen sein Konzept durchzieht und sagt, äußerer Zügel, innerer Schenkel, die innere Hand fühlt immer vor. Und wenn ich lobe, mache ich das auch oft mit der inneren Hand, dass ich immer mich wirklich daran erinnere, dass der äußere Zügel schön konstant die Anlehnung behält und das Pferd immer sicher an den äußeren Zügel herantritt. So, noch ein bisschen länger, dass er so ganz locker, der Schweif pendelt. Ruhig noch ein bisschen länger, dass er die Nase noch ein bisschen mehr vornimmt. Dahin, genau. Wenn du kannst, wechsel nochmal irgendwie hier so eine, durch so eine Schlangenlinie. Noch einmal durch die Bahn wechseln, dass man auch beide Hände nochmal schön gymnastiziert. Das war jetzt für ihn ja auch ein wirklicher Kraftakt, so lange sich so zu tragen. Und jetzt muss man auch zum Schluss nochmal die Chance geben, so richtig durchdehnen zu lassen. Genau. Und noch ein bisschen länger. Prima. Und jetzt lässt du langsam die Zügel aus der Hand kauen bis zur Schnalle. Und dann am langen Zügel durchparieren zum Schritt. Schön. Und Schritt und lob ihn. Guter. Was ein feines Pferd, das ist echt ein Geschenk, ne? Wenn die so alles können und man daran rumspielen kann und dann weiß, man kann sich darauf verlassen, weil sie es auch jederzeit können und machen und man es immer abrufen kann. Ich würde sagen, das jetzt für alle drei Reiter nochmal, ich hoffe, dass die anderen es noch hören, vielleicht sind sie noch hier irgendwo, ein kräftiger Applaus, das waren drei super Demo-Reiter und Pferde. Applaus.